Er gehört zu den mächtigsten Menschen der Welt und nur ganz wenige können ihn wählen. Der Papst. Aber was spielt sich eigentlich hinter den verschlossenen Türen des Vatikans ab? Und wie wird der Papst überhaupt gewählt? Diesen Fragen gehen wir nach bei So geht katholisch. Grundsätzlich kann jeder getaufte Mann, der die Weihe gültig empfangen kann, zum Papst gewählt werden. Zudem muss er der römisch-katholischen Kirche angehören. Ein Mindestalter für den Papst wird im Kirchenrecht nicht ausdrücklich gefordert. Seit dem 14. Jahrhundert wurde allerdings niemand mehr zum Papst gewählt, der zuvor nicht Kardinal war. Eine Papstwahl kann frühestens 2 Wochen nach dem Tod oder dem Rücktritt eines Papstes stattfinden, damit weit entfernt residierende Kardinäle ausreichend Zeit haben, um dafür nach Rom zu reisen. Während dieser Zeit, auch Sedis Vacans genannt, führt das Kardinalskollegium die Weltkirche. Das Wahlverfahren selbst findet in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan statt. Die Kardinäle ziehen in einer feierlichen Prozession in die Kapelle ein und schwören, keinerlei Einmischung von außen zu dulden und keinerlei Medien zu konsultieren. Vor der Wahl werden nämlich die Sixtinische Kapelle und das dazugehörige Gästehaus auf elektronische Abhörmaßnahmen untersucht und hermetisch abgeriegelt. Während dem Wahlprozess ist das Sprechen verboten. Es wird nur gebetet oder gewählt. Bei jeder Papstwahl erhalten die wahlberechtigten Kardinäle Stimmzettel, auf denen sie die Namen des Kandidaten ihrer Wahl eintragen. Die Stimmzettel werden nach jedem Wahlgang in einem großen Kelch gesammelt und anschließend abgezählt. Unter den Kardinälen werden 3 Wahlhelfer und 3 Wahlprüfer durch Los ausgewählt, um die Wahl zu überwachen. Am ersten Nachmittag des Wahlprozesses findet eine einzige Wahl statt. Anschließend wird täglich 4-mal gewählt, 2-mal am Vormittag und 2-mal am Nachmittag. Damit ein Kandidat gewählt werden kann, benötigt er 2/3 der Stimmen. Die Wahl ist nur gültig, wenn die Anzahl der abgegebenen Stimmzettel genau mit der Anzahl der wahlberechtigten Kardinäle übereinstimmt. Das Ergebnis der Wahl wird mit schwarzem oder weißem Rauch verkündet. Um diesen zu erzeugen, werden die Stimmzettel mit entsprechenden Chemikalien vermischt und verbrannt. Der Rauch dient als Signal für die wartenden Gläubigen. Schwarzer Rauch bedeutet, dass die Wahl noch nicht erfolgreich war. Weißer Rauch hingegen signalisiert, dass ein neuer Papst gewählt wurde. Falls nach 34 Wahlgängen immer noch kein neuer Papst mit der erforderlichen 2/3-Mehrheit gewählt wurde, besteht die Möglichkeit, dass die Kardinäle den neuen Pontifex auch mit einer absoluten Mehrheit bestimmen können. Auf diese Weise kann ein langwieriges Konklave vermieden werden. Sobald der neue Papst gewählt ist, wird er vom ranghöchsten Kardinal gefragt, ob er die Wahl annimmt und welchen Namen er tragen möchte. Eine Urkunde wird ausgestellt, um die Wahl offiziell zu besiegeln. Der neue Papst kleidet sich in eine weiße Soutane und nimmt das Gehorsamsversprechen der Kardinäle entgegen. Schließlich tritt der Kardinalprotodiakon auf den Petersplatz und verkündet mit den Worten Habemus Papam den neuen Pontifex. Es wird der Name des neuen Papstes bekannt gegeben und er gibt seinen ersten öffentlichen Segen, Urbi et Orbi, über die Stadt und den Erdkreis. Verfolgst du jeweils die Papstwahl oder reist vielleicht gerade deshalb nach Rom? Erzähl uns deine Geschichte hier in der Kommentarspalte. Like dieses Video, wenn es dir gefallen hat, abonniere unseren Kanal und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du keinen unserer Inhalte mehr verpasst.